meine Freunde, da ist er wieder. Atmos ist zurück. Zwar immer noch nicht voll genesen, aber ich habe mir gedacht, wenn ich weiter auf dieser Krankheit sitzen bleibe, die auf kurioser Art und Weise einfach nicht weggeht, werde ich nie wieder weiter Let's Plays aufnehmen können. Und darum habe ich mir gedacht, probieren wir das hier mit diesem neuen Let's Play. Wie ihr seht, Little King Stories, Little King's Story. Ja, was ich sagen wollte ist, meine Stimme geht zwischendurch immer noch weg. Ich habe ein bisschen Husten, wenn ich mich räuspern muss, bitte verzeiht mir. Ja, ich habe lange, lange nichts von mir hören lassen. Ich hoffe, das wird jetzt wieder besser, wenn am 22. habe ich nochmal einen Arzttermin, der nochmal 4 Stunden geht. Ich bin gespannt. was ich sagen wollte ist, ich habe auch noch viel mehr zu erzählen, aber das werde ich dann in einem Infovideo machen. Jetzt soweit. Erstmal wollte ich klein anfangen, wie gesagt, mit dem neuen Let's Play. Ich weiß gar nicht, wie groß das Spiel ist, ob das Spiel gut ist. Es sah so schön bunt und fröhlich aus. Kann ich gut gebrauchen. Und da habe ich mir gedacht, warum nicht? Ja, ich würde sagen, wir fackeln, glaube ich, lange, nicht mehr lange rum. Aber irgendwas wollte ich noch sagen. Ich denke, irgendwas habe ich vergessen. Irgendwas hat der Atmos wieder vergessen. Vielleicht sollte ich auch nochmal meinen Kopf untersuchen lassen. Das wäre super. Aber die labern auch da die ganze Zeit im Hintergrund. Das nervt mich ein bisschen. Das bringt mich total raus. Wie gesagt, verzeiht mir, wenn ich in den Let's Plays zwischendurch husten muss, meine Stimme weggeht oder so, mich räuspern muss. Ach ja, genau. Und falls ich merke, dass im Let's Play auf einmal meine Stimme weggeht, werde ich dann die Folge relativ abgeglättet abbrechen. Aber nicht das Let's Play, sondern nur die Folge und warte dann, bis meine Stimme wieder da ist. Und so, das Gröbste wurde gesagt. Ich würde sagen, wir fangen jetzt an mit Little King is a Story. Was haben wir denn hier in den Optionen? Normal, schwer. Ja, wir nehmen erstmal normal, den Klassiker. Viel mehr kann man aber nicht machen. Ja, machen wir mal beginnen. Oh, ja, wie nennen wir uns denn? Klein. Wir nennen uns Klein. Atmos. Okay. Leute, ich bin noch nicht richtig wach. Verzeiht mir. Oh mein Gott. Atmos. Okay. Okay. König Atmos. Ja, so sieht es aus. Verneiget euch. Ich muss sagen, der Grafikstil, zumindest in den Videos, gefällt mir nicht. Muss ich sagen, das erinnert, ich kriege richtig Gänsehaut. Boah, seht ihr das? Kann man das sehen? Ich hoffe. Ich kriege da richtig Gänsehaut, weil das mich an so Puppentheater die ganze Zeit erinnert. So an dem Sandmann und sowas. So ganz ekelig. Habe ich früher nie gerne geguckt. Aber so der Grafikstil gefällt mir wieder. So ein bisschen bunt. Erinnert mich ein bisschen an Final Fantasy Crystal Chronicles, würde ich jetzt mal sagen. Aber so. Es war eines schönen Morgens im Königreich Alpoko. Die zerfledderte Fahne des alten Schlosses flatterte im Wind und die Kühe muten zufrieden. Alles im Allen ein schöner und behaglicher Morgen.
Ja, so sitze ich auch immer auf meinem Stuhl. In einem kleinen Raum des alten Schlosses saß ein kleiner König mit dem Namen Ormos. Lalalala. Obwohl er sehr klein war, arbeitet er jeden Tag. Oi, jetzt sagen die, der quietscht auch noch, wenn er läuft. Er quietscht tatsächlich. Hört man das vielleicht ein bisschen? Oh mein Gott. Der Hauser. 35 Jahre lang habe ich nach dem wahren König gesucht. Ich, Hauser der Kuhritter, glaube, dass ihr, Ormos, der wahre König seid. Nun denn, lasst den Königs Abenteuer beginnen. Als erstes begrüßt eure beiden Minister. Was ich noch sagen wollte, ist, das soll ein RPG sein. Zeug, Hilfe, Status. Aber das sieht schon mal nach einem RPG aus. Aber wie das aussieht. Im Moment wirkt das Ganze ziemlich kindlich. Da ist die Kuh. Hallo, ich will mit dir reden. Hahaha, das passt, Ormos. Ihr seht aus wie ein kleiner König. Sollte irgendetwas sein, wenn ihr auf dem Thron seid, dann ruft nach Würde. In meiner Funktion als Speicherministerin helfe ich euch beim Speichern eures Spiels. Okay, sehr nett. Kann ich die Kamera irgendwie drehen? Ja, aber langsam. Ey, nee, mit... Ich will mit ihm reden. Was ist denn da? Liam. Ey ho, ich bin Liam, der berüchtigte Minister für alles. Wenn du irgendwelche Fragen hast, dann frag mich ruhig. Steh zu Diensten. Nette Jungs, ich will speichern. Ja, lass mich doch speichern. Na, darf ich nicht, okay. Entschuldigung, Leute. Welch gelungene Vorstellung. Vorzüglich. Nun bin auch ich zu allem entschlossen. Was ist ein König ohne Thron? Setzt euch und erteilt uns Befehle. Oh, das kann ich gut. Mama, Essen machen. Okay. Eigentlich wohne ich alleine. Meine Mama ist so weit entfernt. Aber vielleicht hat sie es ja trotzdem gehört. Und macht mir jetzt lecker Kartoffelpüree und Frikadellchen. Hauser. So saß ich dann auch in meinem Zimmer. Ist so ein richtiger Cartman, ne? Nun, mein König Ormos, folgendes zur Situation eures Landes. Es gibt 3 Minister, 3 Kühe und 12 Untertanen. Beschäftigungsrate 0%. Ihr seid völlig pleite. Wir sind arm. Ziemlich arm. Wenn das so bleibt, kommen wir zu nichts. Es gibt nur einen Ausweg. Es gibt nur einen Ausweg aus dieser misslichen Lage. Eine Schatzsuche. Ja, na klar. Im Garten von dem Schloss findet ihr ein paar sorglose Untertanen. Schnappt solche und geht auf Schatzsuche. Beschafft zunächst 100.000 Boll. Das würde erstmal helfen. Das war's. Werde was speichern, ne? Verge. Hier bin ich, die Speicherministerin. Oft speichern und viel Schlaf. Das ist wichtig für einen König. Lasst euch das gesagt sein. Nun, ihr wollt erstmal speichern. Speichern. Neu anlegen, ja natürlich. Ja, na klar. Wir haben schon 13 Minuten gespielt. Warum steht da Hot? Oha, ich bin Hot. Faulpelz. Geliebt normal Gast. Oh, Gast. Oh. Ja. Warum läuft er weg? Raus hier. So, jetzt sehen wir das erste Mal diese Welt. Was bist du denn, Herr M? Steht bestimmt für Herr Musik. Ich bin Herr M, ein nackter Musiker, jawohl. Schall muss man auf der Haut spüren, jawohl. Ich mache hier die Musik, sehr erfreut. Schön. Bin ich aber nicht. Oh Hühner, kann ich sie schlagen?
Was kann ich überhaupt machen? Bis jetzt... Ah, so wird mir der Weg an... Nee, doch nicht. Ich dachte, mir wird hier der Weg angezeigt, aber das ist... Keine Ahnung. Zielen? Ich habe keine Ahnung. Eine Kuh. Ich will einen Schatz finden. Und in Aaban. Habe ich das laut gesagt? Ah, cool. Oh mein Gott. Oh. Was das sein soll? Erinnert mich ein bisschen an Rayman, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Also das Gestrüpp da. Da ist wieder der Herr M. Okay, ja, zurück bitte. Jojo, das hier ist die Infozentrale des Allesministers. Ich werde den ganzen Tag hier sein. Tolle Infozentrale draußen am Steg. Wenn du eine Frage hast, komm einfach zu mir. Hast du eine Frage, erklär mir die Spielregeln. Ach, es sind auch noch Spielregeln. Rekrutieren, Lektion 1. Wenn du vor deinen Untertanen Enter drückst, kannst du dich mit ihnen unterhalten, und um sie zu rekrutieren. Drücke Backspace, ich spiele mit einem Controller, verdammt. Rekrutierte Untertanen kommen in deine Leibgarde. Aber Vorsicht! Schau unten links auf deinem Bildschirm, die Anzahl der möglichen Gardisten stehen rechts und links, die Zahl der aktuellen Leibgardisten. Die Zahl der Mitglieder in deiner Leibgarde ist also begrenzt. Okay, Sturm und Rückzug. Mit Button A lässt... Jetzt sagt er wieder mit Button. Will er mich eigentlich verarschen? Mit Button A lässt du deine Untertanen angreifen. Sie werden nichts machen, wenn du es ihnen nicht sagst. Wenn es im Kampf eng wird, kannst du dich mit Button Backspace zurückziehen. Button A Sturm, Button Backspace Rückzug. Also, als König musst du dir diese beiden Knöpfe merken. Okay, Zielmodus. Okay, muss ich vielleicht mit der Tastatur und dem Controller spielen? Weil mal sagt er mir die Controller-Tasten an. Und mal... Ja, das habe ich ja gerade gesehen. Okay, das gleiche, wenn ich Enter drücke, passiert das gleiche mit A. Ja, ja. Hey, Julian. Ich bin euer Untertan. Ich bin gut im, eigentlich nichts. Eigentlich mag ich Arbeit nicht. Wenn es um Schatzsuche geht, ja, das würde mir Spaß machen. Ja, dann komm her. Kann ich den jetzt rekrutieren? Ah, da habe ich was Rotes gesehen. Da war ein Gegner. Das X. Ich wollte zum X, aber es verarscht mich. Oh, meine Stimme geht wieder weg. Folge dem X. Das X läuft von mir weg. Sorglosfels. Wer sich mit aller Kraft dagegen wirft, kehrt zurück in eine sorgenfreie Zeit. Aha. Ey.
Irgendwie kann ich den nicht rekrutieren, weil ich habe was verpasst. Wir sind Gegner. Hier ist es rot. Was sind das? Das sind die Fische. Bauvorhaben, Treppe. Okay. Okay, wir können nur hier lang, dann gehen wir einfach mal hier rein. Was ist das? Was ist das? Ah, okay. Hä? Ich verstehe es nicht. Warum muss ich die mit B ansprechen? Ah, okay. Was ist das hier? Eins von fünf, ja. Nehmen wir mal mehr mit. Zack, ja. Komm her. Komm her, komm her. Komm her. So, fünf von fünf. Jetzt bin ich mal gespannt. Was ist denn das für ein Zeichen? Was kann man nicht nachgucken, oder? Oder doch? Ah, okay. Spezial nix, nix, nix. Oh, der hat viel HP, Sebastian. Kann nichts Besonderes. Unnütz. So. Was habe ich jetzt bekommen? Aha. Da ist was versteckt. Jetzt buddelt der für mich. Er hat ein bisschen was von Overlord. Irgendwie jetzt gerade. Erinnert mich echt an Overlord ein bisschen. Falls euch das Spiel was sagt, ist auch ein bisschen älter. Darauf hätte ich auch mal wieder Bock. Noch mehr. Was ist denn jetzt hier los? Okay. Buddelt alle. Buddelt alle. Und kommt nie wieder. Buddelt euch zum Erdkern und verbrennt. Oh. Goldmünzensack. Zeug. Goldmünzensack. Kann ich aber nichts mitmachen. Wahrscheinlich später verkaufen oder so. Die wissen nicht, was sie machen sollen, dummen Geschöpfe. Okay. Können die auch Level aufsteigen eigentlich? Hier sind keine Level, ne? Aufgabe, Zeug, Zeug. Na gut. Okay, da kommen wir noch nicht hin. Vielleicht hier? Ah, hier ist ja noch was. Ah, okay. Buddelt. 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 Noch mehr Goldmünzen. Das ist cool. Was haben wir hier? Hey. Okay. Okay. Da
Da hinten waren ja auch noch ein paar Löcher. Graben wir die mal aus. Da ist noch eins. Hey, pep, 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 pep. Aber das sieht schon lustig aus. Na, Mrs. V. Wuhu! Goldmünzen. Ah, guck mal hin. Hä? Nee, geht nicht. Okay. Aha, ein guter Fang? Fragezeichen. Das müsste alles gewesen sein, oder? Oh, die hat die Kuh getreten. Kann man auch irgendwie schnell rennen? Oh, nein. Nein, bleib bei mir. Oh, okay, so bricht man das ab. Ey, ey, bleib hier, bleib hier. Okay. Hast du eine Frage? Ja, haben wir nicht mehr. Aber ich habe noch so einige, aber... Okay, zum Thron. Will Speedrun, also schneller rennen. Der rennt mir zu langsam. Meine Untertanen bleiben draußen. Was ist denn das? Toller König. Mohaha. Ihr habt viele Schätze gefunden. Lasst sie uns in Boll tauschen. Okay. Woo! Mein Glückwunsch, mein König. Ihr habt das Ziel von 100.000 Boll erreicht. Sehr gut, König Atmos. Nun, da wir nicht mehr arm sind, können wir das Reich erweitern. Übrigens, der Status eures Reiches? Es gibt 3 Minister, 3 Kühe und 12 Untertanen. Beschäftigungsrate 0%. Das königliche Budget beträgt 100.000 Boll. Alle Untertanen sind arbeitslos. Was für ein faules Königreich. Deshalb müsst ihr mit 100.000 Boll einen Arbeitsplatz in der Stadt bauen. Okay. Dies ist mein Plan zum Ausbauen des Reiches. Aber die Entscheidung darüber liegt bei euch, mein König. Plan des Reiches. Wähle einen Bereich. Schlossstadt. Mehr kann ich auch nicht auswählen. Kleiner Bauernhof. Wachhäuschen. Ja, jetzt würde ich gerne wissen, was die bringen. Kleiner Bauernhof. Dann nehmen wir erstmal den Bauernhof, oder? Wachhäuschen. Für Berufswechsel zum Knappen eines Spezialisten im Kampf. Ah, okay. Könnte natürlich auch vom Vorteil sein. Für Berufswechsel zum Bauern. Ach so, ein Spezialist im Löchergraben. Dann nehmen wir das Wachhäuschen erstmal. Yes, sir. And in Englishman. Morgen wird alles fertig sein, also ruht euch für heute aus. Juhu! Erstmal Prost, Leute. Diese Herr der Ringe-Musik, ey. So. Guten Morgen, mein König. Der Arbeitsplatz in der Stadt ist fertig. Nun könnt ihr diese Faulpelze Arbeit verschaffen und noch mehr Schätze sammeln. Schätze sind immer gut, würde ich sagen. Beschafft nochmal 100.000 Boll und baut einen weiteren Arbeitsplatz. Alles klar, Chef. Will speichern. Also dazu muss man auf den Thron gehen. Das ist ein bisschen blöd. Okay. So, meine Freunde, ich würde sagen, das war's auch mit der ersten Folge.
Oh, jetzt hat er auch mit dem Spiel aufgehört. Okay. Vorfahren. Ups. So. Passend zu Ende der Folge geht auch... Habe ich gerade schon wieder so ein Kloß im Hals. Ja, jetzt merkt man es. Jetzt geht die Stimme weg. Auf jeden Fall. Was ist denn jetzt los? Ah, geht doch. Also, meine Freunde, ich hoffe, das kleine Let's Play hat euch gefallen. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, ob es ist erstmal ausprobieren. Wenn es mir nachher immer noch gefällt, spiele ich es weiter. Vielleicht findet man ja noch seinen Spaß daran. Es hat was Witziges, aber irgendwie macht mir der Grafikstil auch ein bisschen Angst. Ich weiß es nicht. Nun gut. Dann würde ich sagen, schön wieder mal da gewesen zu sein. Endlich, nach langer Zeit. Und ja, bis zur nächsten Folge. Euer Atmos und auf Wiedersehen.